Ja, das Merku-LP Ausraster. Ja, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, das wird eine sehr entspannte Folge. Also nehmt euch Popcorn in die Hand, ne? Und genießt diese Folge. Ja! Na warte, jetzt schreib! Da schreibe ich mir jetzt die Scheißadresse raus! Du Bastard! Der wird sich freuen über Scheiße im Briefkasten! Ja, krieg ich auch jeden Tag. Der Bastard! Wer hat den gemacht? Na? Ha? Hi! Ichikawa! Guck ich einfach mal Google. Na warten's ab, jetzt krieg ich dich rein, Ichikawa! Ha? Die dumme Sau hat Facebook! Na warten's ab! Ich wusste es! Jetzt krieg ich dich aber! Na warten's! Der! Na warte, wer ist das? Rai Ichikawa! Komm, also mit Rai Ichikawa möchte ich befreundet sein, ey. Ich auch. Send 3 MS. Sehr sympathisch, ne? Kommt gut rüber, ne? Also, ne? Freundschaftsanfrage ist raus. Aber stellt euch mal echt vor, ne? Der kommt eines Tages mal so auf. Ja, gut. Das ist schon weird genug, ne? Wer kommt heutzutage noch auf Facebook online? Aber stellt euch das. Ich habe ja nur gesagt, stellt euch das vor. Ihr kommt so auf Facebook online. Also als Ichikawa. Und, ja, habt auf einmal so 3.000-4.000 Freundschaftsanfragen, ne? Message. Na warte, wenn ich hier was schreibe jetzt. Mega Man. 6. Yamato Man. Bastard! Hey! Are you the designer of Yamato Miller from? Ich weiß nicht! Sorry, but. Your fucking work suck! I hate you for creating this fucking piece of shit! You go to hell! Live with it! But before you go to hell, I will send you a mail filled with my own shit! Yeah! Shit! And you pay the fucking Briefmarke! Yeah! Now I take a shit! Send. Das... Auf ja, Mann. Ja, ich glaube, Mega Man 6 scheint ja zu mögen. Ne, also Mirko scheint Mega Man 6 richtig zu mögen, ne? Und ja, ich stellt euch mal echt vor, dass das wäre wirklich der hier Spieledesigner, ne? Und der liest dann so die Nachricht, ne? Denkt man sich dann auch so, ja, ne? Spiel zu ernst genommen, ne? Such dir mal ein Real Life, du Vogel, du. Man soll ja, also ich finde das aber immer gut zu sehen, dass Zocken wirklich die Nerven beruhigt, dass man da entspannen kann, dass man da runterkommen kann, finde ich immer gut. Sowas sollte man auch immer sich suchen. So ein Monopol der Ruhe. Und ja, bei Mirko hat es geholfen. Finde ich gut, finde ich schön, dass ich hoffe, er bleibt halt bei dem Hobby, dass er halt wirklich immer schön runterkommen kann. Und sich entspannen kann, ne? Das ist immer wichtig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt auf Mirko LP, auf Designkind-Spiel, was ihnen nicht gefällt. Sonst habt ihr dann irgendwann, ja, eine Mail, ne? Mit einem Anhang. Und den wollt ihr nie aufmachen. Den wollt ihr nie aufmachen. Der ist groß und stinkt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original an. Lasst getragene Unterhosen da. Diesmal passt sogar mein Satz. Lasst getragene Unterhosen da. Haut rein und tschüss.